Hey, wie sind das Neues noch? Gab's jetzt Banane? Wollen wir jetzt los? Wir fahren jetzt los. Gut. So, was machen wir heute? Warte, ich muss gucken. Ja, kommt was? Ja. Kommt was? Oh, was machen wir heute? Wir machen heute professionelles Räder einbauen. Weil wir haben ein mega geiles, großes Paket von Ostasien bekommen. Und deswegen bauen wir heute mega groß, geile Räder ein. Und sonst noch was? Mal gucken, was so anfällt. Und ich bin dicht. Du musst einen Ständer nehmen. Boah, ich hab Schnuppen. Wo willst du ihn? Ja, hier rüber. In der Sonne. Nein. Quarke doch nicht so viel. Große Pakete. So schwer ist es eigentlich auch nicht. Bist du jetzt gegen das Ding gelaufen? Nein. Ey, wenn ich noch vor die Kamera kommen könnte, dann guckst du. Ja, wir können es auch gemeinsam auspacken. So, also wir haben eh mal hier neuen Gabelbaum. Gabelbaum. Das kommt aber erst alles später. Dann haben wir hier nichts. Ja, es ist leer. Da war eine Tasse drin. Fokussier. Geil. Und gleich inne. Fokussier. Dann haben wir hier einmal ein neues Rad. Zweimal mega geile Bremsbacken. Da freut er sich. Dann haben wir hier, glaube ich, hier sind Glühbirnen drin. Jo. So. Na? Schön. Freust dich? Ja, danke. Ist aber nicht deine. Alles klar. Und dann haben wir noch einen Mitnehmergummi. Willst du jetzt hier die ganze Zeit so stehen bleiben? Das ist doch deine Scheiße. Wieso muss ich das eigentlich machen? Ja, selten aus für dich. Riecht's? Riecht selten aus. Gut. Selten aus. Bitte. Los, weiter. So, jetzt erzähle mal, was du hier machst. Muss mal noch das Radio mal anmachen. Das ist erstmal viel wichtiger. Steck mal den Stecker rein. Von Wisch? Oh, das war der Metabo-Akkuschrauber, den ich gerade reingesteckt habe. Metabo-Akkuschrauber. Augs rausziehen. Jetzt machst du, jetzt stellst du hier 104,3 oder so ein. Da hast du nämlich Landeswelle Thüringen. Kriegst du das? So, leiser. Bewegen hilft. Bewegen hilft. So, also, jetzt erzähl mal, was du hier machst. Also, wir haben ja mega geile Sachen hier von Ostasien bekommen. Zwei Räder, ein paar Bremsbacken, ein bisschen Kleinzeug. Und dann habe ich noch ein bisschen separat was bei 24 Mix bestellt. Und das bauen wir jetzt ein. Wir fangen an mit Rad hinten. Und gehen dann vor aufs Rad vorne. Und ich glaube, ich meine, ihr habt doch Mittagessen. Heute gibt es Gurkensalat mit Ei und Kartoffeln. Hatte Mutti gesagt, oder? Erstmal nachher auch noch schön mit. Na. Ja, und dann schimpfen wir uns gegenseitig an. Nee, dann bauen wir noch den Rest ein. Mal gucken. Wir machen einfach eine Timelapse, oder?
Mit ja. cooler Musik so. Panzertape und billiges Crack, Panzertape und billiges Crack. Nee, wir müssen es noch ein bisschen höher machen. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always. Willst du einen Mitnehmer reinmachen? Warte, ich geb dir einen Schraubenzieher. Die Leute, die jetzt der Meinung sind, so macht man es nicht. Haltet eure Fressen. Achso, mach's auf. Wenn du immer deine Kondome so aufmachst, da wird das ja nie was. Schieb ihn rein. Ja. Schieb ihn rein. Ist übrigens, glaube ich, nur ein ganz weicher Mitnehmergummi. Außer ja, ich fahre ja eh nur 50 Kubik. Und für die Leute, die jetzt der Meinung sind, so macht man den nicht rein. So macht man den aber rein. Seid ruhig. So, und dann kommen jetzt hier einmal neue Bremsbacken drauf. Die sind eigentlich, sag ich mal, fokussier, noch, naja, wir machen einfach mal neue rein. Und dann gucken wir uns mal den Unterschied an. Stimmt's, Richard? Mhm. Schmeckt's Wasser? Gut. Jetzt haben wir mal die alten ausgebaut. Und man sieht halt wirklich den Vergleich, ja, irgendwie sieht es in der Realität als auf dem Bildschirm ein bisschen mehr aus. Richard, sag du auch mal was. Ist schon ein bisschen Verschleiß. Wir machen es einfach neu und gut ist. Und das ist ein bisschen sauberer. Während Richard gerade hier einen Auspuff ein bisschen vorgeweiht, habe ich Fokussierer. Hey, manchmal hasse ich die Kamera. Habe ich die Bremse gemacht. Und jetzt können wir das Rad reinbauen. Toppi, hast du das Rad hinten? Check. Also Richards erste Bemerkung, wo das neue Rad jetzt drin war, war... Boah, ey, hier stinkt's übelste Sorte. Alter, der kam übelst gerade rübergezogen. Boah, ey, das ist eklig. Oh, kurz Abbruch, ey. Boah, es ist abart. So, Richards erste Bemerkung, wo er jetzt das neue Rad gesehen hat. Richard, mach's nochmal. Dreht sich wirklich 1A. Und bremst doch, Rio. Denke mal, top, oder? Tippi, Dobby. So, auf geht's weiter mit vorne. Hallo, wer ist Tino Weiser? So, so. Fokussier. Bitte? Fokussier doch mal! Ich mach's halt bei dem Fokus immer nicht so richtig hin hier. Aber die Wahl. Macht Spaß? Ja. Okay, wir bauen jetzt hier zweite Bremse rein und dann geht's wieder ans Einbauen. Okay. So. Bremse 2. Fertig, aber. Ach, Richard, kannst du das auch mal ordentlich? Was machst denn du ja eigentlich die ganze Zeit? Gar nichts. Passt rein, kann reingesetzt werden, Richard. Okay? Ja, dann Feuer, Mariana. Every ticket I sold. Yeah, this ain't on the man. Facts, bro. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at, though. They at, though. I'm the new pop. All I do is rap, though. Yeah. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo. So, Richard. Willst du noch einen Auspuff dran bauen? Weil das zweite Rad haben wir jetzt drin. Bremst durch.
Willst du einen Auspuff dran bauen? Da hat sich die coole Galotte gebaut. Die coole Galotte hat irgendeiner von meinen Kumpels mal gebaut. Ich weiß nicht, wie der heißt, glaube ich. Richard104 auf Instagram. Brecht ihr keinen ab? Drei Stunden später. Oh Mensch, ja, Schrott. Aua. So, Richard, was machen wir jetzt? Auspuff ist dran. Nee, du sollst es mal drauf lassen. Wir können den doch ausbauen. Wir machen nämlich jetzt was richtig Geiles. Wir bauen Griffe dran, aber ich weiß nicht, welche ich dran machen soll. Ob ich die weißen dran mache oder die schwarzen? Schwarz oder weiß? Nee, die weißen. Ja. Letzten Endes habe ich mich hier für die weißen Griffe entschieden. Fokussier. Genau. Und das Geile ist, die sind hier zum Klemmen. Quasi brauchst du nicht mehr hier draufkleben oder so eine Scheiße. Und hier drüben einfach nur einbauen und fertig ist die ganze Sache. Richtig gut. So, und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Räder sind drin. Danke nochmal, riesengroßes Danke an Ostoase, die das hier ermöglicht haben. Stimmt's, Richard? Was als nächstes noch kommt, ist ein neuer Fußrastenträger, den habe ich schon hemeliechen. Der Telegabel wird noch neu gemacht und dann ist eigentlich das Straßenmoped komplett eigentlich für die Saison fertig, bis aufs Licht. Da guckt gerade Richard nochmal in sein schlauen Handbuch namens mein Handy, was da so geht. Und dann sind wir wirklich hier fast fertig. Da geht der Hobel wieder. Ja, und dann ist nur noch das Crossmoped, was da drüben steht. Da steht das Crossmoped. Da kommen jetzt hinten noch neue Räder und dann will ich mir eigentlich mal so eine SWH-Gabel holen. Mal gucken, ich habe noch nicht so den Sinn und Zweck gesehen, das Geld auszugeben für so eine SWH-Gabel. Weiß ich noch nicht. Und dann kommt da eigentlich auch noch ein Motor-Update rein. Und neue Motorhalterung. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein separates Video, aber mal gucken. Ja, erstmal ist man froh, dass das Moped wieder läuft. Läuft es überhaupt? Weiß gar nicht. Müssen wir nachher mal draußen noch machen. Wir gucken gleich mal. Haben wir das schon mal gemacht? Alter. Ja, auf jeden Fall. Vorderbremse ist halt, müssen wir doch mal gucken. Hashtag Ostoase ist bester, gell? Hashtag Ostoase regelt. Dankeschön, Ostoase. Geile. Alter, ich war schon wieder fast davor gelogen. Schöne Sache. Ah. Wir haben ja hier die coolen Griffe am Moped dran. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich verlose einfach mal freien Willens heraus eine Dose. Ja. Wie heißen die denn? Der Lenkergriffe. Die Emmy-Griffe. Und eine Flasche Getriebeöl fürs Moped. Alles, was ihr dazu für tun müsst, ist einfach nur unter das Video kommentieren mit euren Instagram-Namen.
entscheiden, warum ihr das gewinnen wollt. Ich finde die Griffe auf jeden Fall mega geil. Haben gut gepackt. Öl kann man immer gebrauchen für die neue Saison. Die Narbe, wenn die jemand haben will, kann er die auch haben. Die ist auch gut. Bloß die Lara wahrscheinlich hinweg. Nee, könnt ihr auf jeden Fall schreiben, wenn euch das Video gefallen hat. Könnt ihr es auf jeden Fall auch reinschreiben. Meine Werkstatt hat euch wahrscheinlich nicht gefallen. Aber ist nicht so schlimm. Interessiert euch gern. Ja, und Zeit ist bis zum 25.01.2020. Weil am 25.01.2020 bin ich bei Kings of Extreme zum Simpson Cross eingeladen worden. Ja, und da findet dann mal eine Auslosung statt. Wer die Griffe und das Adino kriegt. Großes Dank nochmal an Ostoaser für das mega geile Paket. Danke an meine Mutti für das leckere Mittag. Richard hat es nicht ganz so gut verkraftet, aber ist auch egal. Er hat es rausgewirkt. Und ja, wir räumen jetzt noch ein bisschen auf. Und dann geht's heimer und dann wird das Video geschnitten und dann kommt das morgen online. Danke auch nochmal an Richard. Grüße gehen raus an alle. Oh. Bitte. Willst du das Outro heute machen? Richard hat ein bisschen viel gestern getrunken und deswegen ist es heute alles ein bisschen kritisch. Hm. Wir trinken aber noch nachher eins, okay? Mach einfach Winke, Winke. Tschüssi.